119 zum Vorbericht und zum Gasttalk natürlich, zum nächsten Spiel, Auswärtsspiel in Köln. Und wer soll es sein? Letzten Jahre, letzten Saisons immer wieder gewesen, der gute Jan Niklas. Hi. Hi, mein Lieber. Schön, dass ich wieder da sein darf. Sehr gerne, ganz klar. Geschichte nach den letzten Jahren. Wir hatten auch schon Vorberichte vor legendären Spielen, vor unserem 2:1 und der letzten und der Rettung. Und jetzt haben wir wirklich einen Saisonstart von zwei Vereinen, die komplett unterschiedlich sind. Köln ein Punkt aus 5 Spielen, wie auch viele andere Vereine. Da haben wir gerade ein paar, die da unten drin stecken. Wir natürlich mit einem überragenden Saisonstart. Und da direkt mal so ein bisschen, vielleicht schon vor der Saison, weil Saisonstart mal kurz ausgeblendet, mit welchen Ambitionen seid ihr reingegangen? Habt ihr gesagt, gut, letzten Jahre unter Baumgart bei Köln irgendwo 11, 12, 13? Oder wie war so die Erwartungshaltung vor der Saison, jetzt mal ohne die ersten 5 Spiele? Ja, also ich war ja auch bei der Saisoneröffnung dabei beim 1. FC Köln. Da spricht man natürlich auch mit den Fans dann untereinander. Und da war wirklich alles dabei so ein bisschen. Ne? Klar, die einen haben wieder über Europa geträumt, die anderen waren dann schon eher realistischer und haben gesagt, ey, wenn wir am Ende auf dem 12., 11. Tabellenplatz stehen, dann sind wir voll zufrieden. Die anderen waren eher ein bisschen skeptisch, haben gesagt, naja, so einfach wird die Saison nicht. Auch wenn Heidenheim und Darmstadt mit dabei sind, wo ja auch viele gesagt haben, die werden direkt absteigen. Da haben auch viele gesagt, na, mal abwarten. Wie gesagt, wir haben zwei wichtige Spieler verloren mit Hector, mit Skiri. So, und bis jetzt haben wir noch keinen wirklichen, zumindest ihrer Meinung, nicht wirklich guten Ersatz geholt. Also die waren eher schon eher so Richtung, ja, wird eher relativ weit runtergehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich einer, der sagt, ich bin zufrieden, wenn der FC mal über konstantmäßig, einfach mal über 10, 11 Jahre einfach mal in der Liga bleibt und eben nicht diese typische Fahrstuhlmannschaft eben ist, dass man 3 Jahre gut spielt und dann eben direkt wieder runtergeht. Ja, zurzeit sieht es leider nicht so gut aus, das stimmt. Leider nur ein Punkt aus den letzten 5 Spielen, das ist nicht zufriedenstellend. Auch ich finde das sehr, sehr schlecht, muss man ganz klar sagen. Und ich habe eigentlich tatsächlich auch den FC, zumindest jetzt in den Spielen, eigentlich besser gesehen, als es jetzt am Ende gezeigt haben. Ja, und da ist immer so die Frage, gerade mit diesem, wir verfolgen die Bundesliga, ist ja klar, wir kriegen mit, wie es bei den Vereinen läuft, aber wir sind nicht so tief dran. Sind das Spiele gewesen oder der eine Punkt aus 5 Spielen, ist das ein Ergebnis, was, ich sag mal, fair ist, oder waren das Spiele, wo man auch was hat liegen lassen? Also wie wahrheitsgetreu quasi ist der Punktestand jetzt schon nach 5 Spielen? Ja, also klar hat man Spiele gehabt, jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt, wo man eigentlich wirklich meiner Meinung nach das schlechteste Spiel gemacht hat in der Saison und komischerweise da holst du aber am Ende diesen einen Punkt. Auch gegen Wolfsburg, das war wirklich, gerade weil wir da auch zu Hause gespielt haben, war es auch kein gutes Spiel. Das, was eigentlich komischerweise, werden jetzt viele denken, was hat der denn getrunken, aber es ist so, für die das Spiel gesehen haben, gegen Dortmund tatsächlich. Das war das erste Spiel in der Saison und das war eigentlich wirklich mit Abstand das Beste, wo man am Ende einfach extremst Pech gehabt hat, wo du eigentlich dich belohnen musst, wo du eigentlich einen Punkt holen musst, wenn nicht sogar 3, weil wir waren da sogar eigentlich besser als Dortmund. So, und da gehst du am Ende mit leeren Händen nach Hause. Und wie gesagt, und danach, ja, wie gesagt, kam ja dann am Ende Wolfsburg. Genau, kam Wolfsburg und dann eben Frankfurt und dann jetzt eben Hoffenheim. Und wie gesagt, gegen Frankfurt hast du einfach das schlechteste Spiel gehabt. Jetzt gegen Hoffenheim, ja, da war es am Ende auch ohne Chancen, obwohl man da auch sagen muss, da waren auch wirklich Tore dabei. Ja, ja. Du kassierst direkt in, keine Ahnung, 55 Sekunden gespielt. Die einen haben das Bier noch nicht geholt gehabt. Da stand schon 1-0. Ne? Oder haben auch viele gesagt, da gab es ja auch am Ende eine Choreo wegen 100 Jahre Müngersdorfer Stadion. So, die hatten die Plane noch nicht unten gehabt. Da haben sie sich umgeguckt und gedacht, hey, wie steht 1-0? Sind die mit 1-0 gestartet oder ist das wirklich in der Zeit passiert? Ne? Also deswegen, es waren schon kuriose Dinge dabei, obwohl die Bundesliga-Saison noch so jung ist. Trotzdem, ja, wie gesagt, am Ende muss man sagen, ist es trotzdem gerechtfertigt, dass wir bis jetzt nur einen Punkt geholt haben. Ja, das stimmt. Selbst das Dortmund-Spiel habe ich auch gesehen, da war viel mehr drin als so ein, wie sagt man so schön, so Top-Team-mäßiger Krampfsieg am Ende, der halt oft auch gerade eben nur den Top-Teams dann vorenthalten ist, sage ich mal. Was wir bei dir auch gequatscht haben, also wie du natürlich auch bei ihm gerne abchecken, aber auch schon bei ihm über das Spiel gequatscht, ist der Kader, weil ich da sage, Trainer macht sehr viel Wett, was vielleicht im Kader ein bisschen fehlt. Du hast angesprochen, Skiri, Hector weg, Horn weg, der auch immer noch keinen neuen Verein hat, was mich fast ein bisschen wundert. Aber ich drehe es mal um, ich will es gar nicht so negativ machen, aber was sind so Spieler oder Bereiche in eurem Kader, in eurem Spiel, die uns gefährlich werden würden? Was sind so die Top-Spieler bei euch aktuell?
Ja, also Topspieler wären auf jeden Fall ein Florian Kainz, hat extremst Qualität, wurde er ja jetzt auch ja, zum Kapitän ernannt. Meiner Meinung nach auch absolut die richtige Entscheidung. Auch da war ja auch viel Gesprächsstoff, da habe ich mal vorhanden, wer jetzt Kapitän bei uns wird. Für mich war es direkt klar, dass es Florian Kainz sein wird. Und Davy Selke ist mittlerweile jetzt wirklich, ja, sage ich mal, wieder fit. Das ist wirklich gut. Denn bei ihm waren ja auch gerade am Anfang der Saison wirklich immer mal wieder Probleme. Sei es jetzt beim DFB-Pokalspiel gegen Osnabrück oder auch beim Dortmund-Spiel, da musste er dann wieder runter. Also das war wirklich eine Leidenszeit jetzt auch. Auch letzte Saison ist das ja auch so gewesen, dass er mal wieder gut gespielt hat und auch gute Leistung gebracht hat und dann eben auch wieder diese Verletzungspausen hatte. Also das ist jetzt mittlerweile auskuriert. Er ist jetzt wieder mittlerweile fit. Das ist uns extremst wichtig, denn wie gesagt, es der einzige Stürmer, der zurzeit überhaupt trifft und wie gesagt auch das Zeug hat, weil so ein Tigges, ja, wie gesagt, auch da streiten sich viele Kölner, ja, bringt einfach nicht diese Leistung auf den Platz oder er kann es einfach nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das leider auch ein sehr, sehr, ja, ein großer Schwachpunkt beim 1. FC Köln, Thema Stürmer, weil wir eben nur den einen haben. Ja, dann in der Mitte haben wir eigentlich auch einen extremst wichtigen Spieler, der wird aber auch für Stuttgart nicht zur Verfügung stehen. Dadurch, dass er sich bei der U21 bei Deutschland verletzt hat, ist Erik Martel auch ein extremst wichtiger Spieler geworden. Weil wir eben einen Skiri verloren haben, war es er eigentlich, der eben auch wirklich da auf der 6 eben schon gesetzt war. Also das tut uns auch extremst weh. Also neben den ja, Abgängen haben wir eben jetzt auch wirklich Verletzungspech auch mit dabei. Jan Thielmann ist auch einer, der eigentlich auch ein absolutes Talent ist, aber eben auch wie immer wieder jetzt auch wirklich die letzten Jahre mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Also, ne, das ist wirklich so irgendwie ein roter Faden zurzeit. Sportlich läuft es nicht, dann hast du Verletzungspech, die eben auch extremst, gerade bei so einem Kader, wenn du eben nicht so einen Top-Kader hast, wo du eben, sag ich mal, drei, fünf, sechs Leute hast, sondern eben am Ende nur zwei oder drei. Und wenn dann eben schon zwei von den drei eben verletzt sind, dann ist das eben extremst bitter. Und das ja, fällt dann einfach größer aus. Ne? Das ist einfach so. Und wie gesagt, deswegen, also es läuft leider alles andere gut als beim FC zurzeit. Ja, und das können wir ja komplett mitfühlen als VfB-Fans. Ich meine, vor allem die 21-22-Saison, wo wir uns dann gerettet haben gegen euch mit dem Last-Minute-Treffer, die war auch durchgängig, also nicht viele Siege am Stück, immer lang gewartet auf den nächsten Sieg, sehr, sehr viele Verletzungsprobleme. Man zieht sich sowas vielleicht auch mal durch eine Saison durch. Zum Kader, ich schaue immer gerne so ein bisschen auf Werte, da sind mir auch nochmal Hübers aufgefallen und Ljubicic, die für ihre Positionen in Verteidigung und Mittelfeld dann auch Top-Werte haben auf jeden Fall. Auf die muss man auch aufpassen, gerade was, ich sag mal, Arbeitsrate angeht. Also die Jungs ackern, gerade auch ein Ljubicic ackert da richtig viel. Und wer auch richtig ackert, auch immer am Spielfeldrand, ist natürlich Baumgart. Was ist so, wir haben auch vorhin schon kurz drüber gequatscht, was ist so deine Einschätzung zu ihm? Weil ich sag, der macht den Kader deutlich besser, als er, ich sag mal, ist, weil wir hatten auch noch vor ein paar Jahren in der Relegation dann Conference League gespielt und immer gesichertes Mittelfeld, was ja auch für Köln mehr als in Ordnung ist. Also was ist so deine Haltung zu Baumgart? Ja, also Baumgart ist halt wirklich meiner Meinung nach weiterhin, auch wenn da auch wie gesagt viele Kölner, ja, oder manche Kölner jetzt schon auch ein bisschen auf ihn draufhauen, weil es eben nicht so läuft. Trotzdem ist er für mich einfach ein extremst guter Trainer. So, klar, ich kritisiere ihn auch mittlerweile schon ein bisschen in meinen Videos, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel ein Max Fingräfe hat gegen Dortmund wunderbar gespielt, wirklich sehr gut und wird jetzt halt wieder in die U21 geschickt, weil gesagt wird, dass er eben Spielerfahrung braucht. Wo ich mir auch nur denke, wir haben sowieso zurzeit Verletzungspech. Warum nutzt man dann nicht einfach die Chance, eben, ich sage ja nicht, dass der 90 Minuten spielen muss. Man kann ja auch sagen, hier, du spielst jetzt 30 Minuten, kommt in der 70. Minute rein zum Beispiel oder in der 60. und dann darf der einfach mal zocken, weil so lernt der meiner Meinung nach. Es bringt nichts, wenn der in der U21 da 90 Minuten spielt. Ja, dann kriegt er auch Spielerfahrung, aber es ist ja wichtig, jetzt Bundesliga-Erfahrung zu kriegen. Ne? Und das ist nochmal ein deutlicher Unterschied als, wie gesagt, bei der U21. Und wie gesagt, das verstehe ich nicht so ganz. Zum Beispiel auch, dass er immer auf Tigges, Adamian setzt. Die beiden sind leider wirklich, also da können die Stuttgarter sich wirklich freuen, wenn die eingewechselt werden. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Die enttäuschen Woche für Woche. Ich weiß nicht, was die im Training machen, weil anscheinend sind die da überragend, weil anders kann ich es mir nicht erklären, warum die immer eingewechselt werden, weil wenn sie eingewechselt werden, dann sind sie, ich sehe die nicht. Also ich sehe zwar, dass sie eingewechselt werden, aber wenn ich das nicht wüsste, wüsste ich schon, dann denke ich, ich würde mit 8 Mann spielen. So, also es ist einfach, oder in dem Fall mit 9 Mann, aber ne, es ist einfach
Ja, ich verstehe es nicht. Also das sind so Punkte, die man mittlerweile wirklich nicht versteht bei Baumgart, warum er die immer setzt. Weil, wie gesagt, sie bringen meiner Meinung nach keine Leistung. Und deswegen, oder sie können es einfach nicht. Aber deswegen, also das ist so, wo ich mir denke, Baumgart, komm, es gibt so gute Leute in der Auswechselbank, die eigentlich mehr Chancen kriegen müssten. Und die lässt er dann leider draußen. Das finde ich extrem schade. Ja, wie ist denn so die Fanstimmung bei euch aktuell? Also wie die letzten Jahre waren ja mehr als in Ordnung. Wie viel machen da jetzt die 5 Spiele kaputt oder ist da immer noch sehr viel Zuversicht da? Ich meine, glaube auch bald, bei dir läuft es ja auch nicht so gut, das habe ich irgendwo dann gesehen gehabt im Spielplan, könnte bald ein absolutes Krisen-Derby kommen mit Gladbach noch. Also wie schnell muss da jetzt langsam mal das erste Erfolgserlebnis her? Ja, also wer Köln kennt, weiß, dass das auf jeden Fall schnell kippen kann, die Stimmung, ne? Also Köln ist ja allgemein eigentlich eine Stadt, die, wenn du 2, 3 Siege oder wie jetzt bei Stuttgart, sag ich mal, ja, wenn das jetzt bei Köln wäre, so, dann würden die Ersten wieder schreien und wir spielen bald nächstes Jahr wieder Europapokal und keine Ahnung. Ne? Also das würde natürlich dann schnell wieder auf Euphorie gehen und dann ganz schnell würde das ganze Stadion hallen, Europapokal, wir spielen nächstes Jahr wieder Europapokal. Bis auf jetzt halt, jetzt ja, ist die Stimmung eher so zwiegespalten tatsächlich. Die einen sagen, ja, kommt Jungs, das wird noch. Und wir hatten auch harte Gegner mit Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim, Wolfsburg. Das sind alles Mannschaften, die eigentlich auch kadermäßig eigentlich nach oben gehören. Also es ist eigentlich jetzt nicht so die Gewichtsklasse, wo wir eben am Ende uns messen können. So, da sage ich allerdings, naja, guck dir den VfB Stuttgart an, die haben wir die letzten Jahre immer als Konkurrenzkampf gesehen und jetzt sind sie da ganz oben und haben wirklich einen richtigen Flow. So, und die schlägst, und jetzt bist du auch so mittlerweile, dass du sagst, ja, die schlägst jetzt aber auch einfach nicht mal gerade so. Gerade die Statistik, sie sagt ja jetzt auch nochmal was anderes, ne, wie gegen euch. Also, das war jetzt auch nicht so berauschend für uns. Also, von daher, ja, wie gesagt, man ist schon so auf dem Posten, dass man sagt, man muss jetzt so langsam mal gewinnen, weil, ne, sonst läuft dir da auch die Konkurrenz ein bisschen weg. Ich meine, du hast jetzt auch schon gesagt, mit Mainz, die sehe ich allerdings eigentlich auch nicht da unten drin. Was mich viel mehr beunruhigt ist, dass viele gesagt haben, Heidenheim, Darmstadt sind die direkten Absteiger. Aber die Heidenheimer können auch punkten. Die haben jetzt gegen Bremen gewonnen. Wir verlieren gegen Bremen. Ne? Also das sind so Punkte, wo man dann schon da auch denkt, auch ich denke mal, alle Kölner sagen so oder denken halt schon so im Kopf, na, guck mal, die Konkurrenz, wo du eigentlich gedacht hast, dass die hier unten mitspielt, die punkten. Und die, wie Gladbach, die sehe ich eigentlich auch nicht da unten. Ne? Also das sind alles so Vereine da unten, die eigentlich, die ich auch in meiner Prognose, die ich auf YouTube gemacht habe, eigentlich nicht da unten gesehen habe. Ja, und Also das ist, glaube ich, auch generell so ein Ding. Ich hatte auch Bremen, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten, dass da ein bisschen schwieriger wird. Gerade das Spiel in Bremen war natürlich auch sehr wichtig. Das zu verlieren natürlich auch nicht so praktisch für euch dann. Bei Heidenheim habe ich fast gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen eklig sind und ein paar Punkte abnehmen können. Aber wir haben ja den gleichen Blick, weil wir haben natürlich ein bisschen mehr über den VfB auch bei dir gequatscht. Hier natürlich ganz klar der Köln-Fokus, weil über den VfB wissen die meisten hier ein bisschen mehr Bescheid als über Köln. Dass wir auch natürlich auf dem Boden bleiben und jetzt auch quasi, oder ich zumindest auch sage, natürlich mit einem Ding, mit einem Spaßeffekt, weil ich sage, ey, warum denn nicht? Irgendwann wieder Euroleague, Conference League, gerne, aber eigentlich realistisch gesehen, ey, cool, wir haben gerade 11 Punkte Abstand auf Platz 16. Das ist eigentlich genau der Blick, den wir gerade haben, irgendwie 11 Punkte oder irgendwie gefühlt auch 15 Tore Abstand auf Platz, torverhältnismäßig auf Platz 16. Und da geht ja euer Blick auch hin, so schnell wie möglich auf diese 40 Punkte oder auf den Klassenerhalt eben, weil du auch da mittlerweile fast keine 40 Punkte mehr brauchst, da reichen ja meistens 35. Deswegen sammeln wir hier auch weiter und kennen es ja auch, wie gesagt, dass es dann vielleicht auch mal so einen Lauf geben kann. Wie gesagt, mit den Verletzten und so Geschichten bin ich mal gespannt, wie schnell da rauskommen könnt tatsächlich. Und würde mal sagen, bevor wir zu unserer Prognose kommen zu dem Spiel, was sagst du so generell zum Saisonstart in der Bundesliga? Weil Hoffenheim haben wir jetzt ja auch mit einer Überraschungsmannschaft, die haben ja auch einfach 12 Punkte. Dann merkst du vielleicht auch wieder ein bisschen, dass wir vielleicht als Traditionsverein relevanter sind, weil eigentlich ist Hoffenheim genauso eine Überraschung. Die waren ja auch kurz vor Abstieg letzte Saison. Und da guckst du unten auf Darmstadt, guckst auf die Vereine, die unten stecken, hast du kurz schon angesprochen. Meinst du, das ändert irgendwas an unseren Prognosen oder würdest du trotzdem noch sagen, dass die üblichen Vereine im Abstiegskampf hängen werden noch bis zum Schluss? Ja, also man muss ja erstmal sagen, auf jeden Fall, es ist ja noch relativ früh in der Saison. Und es sind ja auch eigentlich alle Vereine, da rede ich von Darmstadt und Heidenheim, die sind ja noch voller Euphorie, so gerade aufgestiegen, jetzt holen sie die ersten Punkte. Ne? Also es ist ja natürlich alles ein bisschen euphoriemäßig. Es wird interessant, wenn, wie gesagt, die Saison schon etwas länger geht, wenn die Knochen müde werden. Ne? Also dann wird es eben auch sich zeigen,
wer am Ende da unten wirklich zu kämpfen hat. Und ich glaube weiterhin auch, dass Darmstadt und Heidenheim irgendwann die Kräfte schwinden werden. Man hat es jetzt auch schon bei ein paar Spielen gesehen, wo sie an 2-0 geführt haben und dann auf einmal doch noch eine Niederlage kassiert haben. Ich glaube, Gladbach war auch dabei, ne? Wo die 3-0, Ja, glaube ich, geführt haben, Darmstadt, das ne? klassische Und auf einmal ein Lehrgeld. 3-3. Ne? So, und das zeigt mir einfach schon so ein bisschen als Hoffnung, auch als für Köln, dass man dann vielleicht doch, weil ich sehe schon uns eigentlich vom Kader her schon noch stärker als Darmstadt Ja. oder Heidenheim. Und da hoffst du einfach drauf, dass du am Ende einfach ja, über dem Strich stehst, weil es eben Vereine gibt, die eben qualitativ eben doch dann nicht so hoch sind, dass es eben dann für die 34 Spiele reicht. Aber ob das jetzt, klar wird es eine Überraschung geben. Es wird ein Verein sein, wo du dachtest, oh, den habe ich aber ganz unten gesehen. Hoffenheim ist so ein Kandidat, definitiv. Meiner Meinung nach jetzt auch, Stand jetzt, definitiv der VfB Stuttgart. Um hier alle VfB-Fans auf jeden Fall weiter in Euphorie zu lassen. Nein, es ist ja so. Also ihr Ja. habt einen guten Stürmer, ihr seid hinten eigentlich relativ stabil. Also das ist, sagen wir mal, ein Kandidat, der definitiv überraschen kann. Ne? Und wie gesagt, bis jetzt war es eigentlich immer so, dass eine Mannschaft da war, wo man eigentlich gedacht hat, der habe ich aber gar nicht da gesehen. Ne? Die Mainzer waren meiner Meinung nach immer sehr weit oben, obwohl ich die eigentlich auch immer relativ eher im Mittelfeld gesehen habe. Ne? Also die waren eigentlich auch immer oder eher tendiert eher noch Richtung Abstieg, aber die waren eigentlich näher an Europa als alles andere. Also von daher glaube ich schon, dass es definitiv die ein oder andere Mannschaft sein wird. Wie gesagt, tendiere jetzt mal Stuttgart, aber wie gesagt, meinen Prognosen war ich sowieso ganz anders. Also hatte ich dem VfB zwar auch eine ruhige Saison nicht gewünscht, aber schon auch gesagt, dass die nicht so eine Zittersaison haben wie letzte Saison, sondern dass sie schon so unterm Strich, ich glaube, ich war bei 13, 12. Ich glaube, so in dem Bereich war ich bei euch. Aber genau weiß ich es nicht mehr. Aber wie gesagt, dass das einfach eine ruhige Saison ist. Und das würde ich ja für meinen Verein auch wünschen. Nicht groß nach unten gucken, sondern einfach am Ende seine Spiele gewinnen. Und man muss am Ende nicht nach unten gucken, wenn man eben seine Spiele gewinnt. Und deswegen, ja, wie gesagt, das würde ich mir für meinen Verein auch wünschen. Und wie gesagt, bei euch, denke ich, ist es genauso, dass man eben nicht wie letzte Saison immer so zittern muss und gucken muss, oh, was macht der andere? Und oh, jetzt haben die gewonnen, jetzt müssen wir auch Ja. gewinnen. So, dass man einfach auf sich guckt, einfach sagt, so, wir haben die 3 Punkte und dann kann man ja Spaß haben und mal gucken, oh, was machen denn die da unten im Keller? So, das ist, finde ich, angenehmer als Fan, als da irgendwie gefühlt, ja, nach jedem Spieltag ein neues Herz rein operieren zu müssen, Ja, weil der ja. andere wieder versagt hat, ne? Ja, absolut. Deswegen. Also das ist halt das Schöne gerade. Wir bauen uns einfach ein bisschen Polster auf aktuell, bauen jetzt schon Punkte Richtig. auf, statt in den letzten Jahren immer quasi dann nochmal nach dem vierten Trainerwechsel nochmal aufrollen zu müssen, ab Spieltag 28 oder sowas. Und ich glaube, ich habe uns auch irgendwo auf die 12 getippt, also nehmen wir weiterhin absolut mit. Wie gesagt, bei uns hebt aktuell noch keiner ab, beziehungsweise die Mehrheit hebt nicht ab, sag ich mal. Und bei euch, ich weiß gar nicht, vielleicht sogar Tabellennachbarn, kann echt sein, dass ich uns auf 12 oder auf 13 habe. Also auch bei euch sehe ich jetzt keinen Abstiegskampf pur, sage ich mal, bis zum letzten Spieltag. Aber wir sehen jetzt erst an Spieltag 6, Samstagmittag, ausverkaufte Hütte in Köln. Was ist dein Tipp? Ja, also es wird, glaube ich, wirklich ein offener Schlagabtausch, weil Köln muss eigentlich punkten, wie ich ja schon angesprochen habe. Das Publikum will jetzt so langsam auch die Punkte haben, denn wie gesagt, sonst wird es einfach nicht einfacher. Ne? Danach kommt Leverkusen, dann ist Länderspielpause, dann geht es gegen Gladbach, du hast es angesprochen, das Derby, wo beide Mannschaften eben zurzeit auch nicht so berauschend sind. Also beide Mannschaften sind eigentlich nicht wirklich zufrieden mit der Punkteausbeute, Stand jetzt. Und danach geht es gegen Leipzig. Also ihr merkt, es wird nicht einfacher für den ersten FC Köln. Und ja, deswegen muss eigentlich, auch wenn es extrem schwer wird, glaube ich schon, gegen Stuttgart, weil ihr eben so ihr seid einfach im Rennen. So, ihr Ja, seid einfach mittendrin absolut, ja. und die Euphorie ist da und ihr habt einen Stürmer, der trifft, der auch total Selbstvertrauen hat. Und so ein Jurassi, den stoppst du auch nicht einfach, außer vielleicht unser Türsteher Jabot, der da hoffe ich so ein bisschen, dass der da ein bisschen die Türen zuknallt bei Jurassi. Aber ja, es wird ein extrem schweres Spiel. Ich hoffe da natürlich wieder an unsere Fans, an die 50.000, die da sein werden. Oder am Ende sind es ja 49, irgendwas 48 Kölner, die dann da sind, ja auch ein paar Stuttgarter, die mitkommen, so, die dann auch Platz finden. Also deswegen, ich hoffe da einfach an die Heimkulisse, dass es am Ende irgendwie doch ein überraschendes Ergebnis wird, vielleicht ein Sieg, aber ich glaube eher an einen Unentschieden und das würde ich absolut, so wie ich jetzt hier sitzen würde, absolut mitnehmen. Gerade wenn man jetzt, wie gesagt, schaut, wie Stuttgart drauf ist, muss man einfach sagen, Punkt wäre absolut, ja, würde ich absolut mitnehmen. Ja, genau. Ich glaube, In dem eins. Fall 1-1. Genau. Und
Ja, wie gesagt, wie auch bei dir schon gesagt, wir dürfen nicht abheben als VfB-Fans. Das ähnliche Situation wie vor dem Mainz-Spiel, finde ich, für uns, wo du weißt, du fährst auswärts zu einem Verein, wo es eklig wird, der dir vielleicht physisch ein bisschen mehr kann, rein statistisch, aber eben auch einen schweren Start hat. Deswegen wäre ich auch da mit einem Punkt zufrieden gewesen, angereist mit dem Wissen, ich nehme hier einen Punkt mit und heul nicht rum, wenn wir nicht gewinnen auf einmal, weil auf so einem Level sind wir halt eigentlich nicht. Wir laufen gerade eine Euphoriewelle, die Wahnsinn ist und die uns alle freut, die wir genießen. Aber deswegen sage ich auch in Köln, natürlich kannst du da gewinnen, da werde ich auch gleich drauf tippen, das tust du halt einfach als Fan, aber da wird auch keiner durchdrehen, wenn auf einmal in Köln nur ein Punkt holst, weil Köln auswärts immer noch auch eine ziemliche Festung ist vom Stadion her, auch wenn wir sogar echt eine gute Bilanz in Köln haben, wie gesagt, ich glaube irgendwie seit dem Jahr 2000 genau einmal verloren in Köln, also auch da nochmal gutes Gefühl, auch wenn die Bilanz am Ende auch für die Realität manchmal nicht viel aussagt, aber manchmal eben doch. Deswegen sage ich da auch wieder lange enges Spiel, vielleicht lange wieder so eine Führung wie in Mainz, wie auch gegen Darmstadt jetzt und dann am Ende nochmal einen Konter setzen und tippe da auf ein 1 zu 3 wieder. Zwei Aussieger am Stück oder dann sogar 3-1 zu 3 am Stück, merke ich gerade. Würde sagen, vielen Dank, dass du hier am Start warst. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Und dann schauen wir auf das Spiel am Samstag. Ich habe sehr, sehr Bock da drauf. Gerne natürlich auch bei ihm vorbeischauen. Ja, Niklas, gerne auf YouTube abchecken. Link in der Videobeschreibung, ganz klare Geschichte. Gerne eure Meinung zum Spiel, eure Prognosen zum Spiel in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.